Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader. Ich heiße Sie herzlich willkommen am Dienstag, heute schon um 8.30 Uhr zu den täglich neuen Handelsideen hier bei Tickmill, Ihrem Broker für Forex, Aktienindizes, Rohstoffe, Anleihen und Kryptowährungen. Ja, wir sind heute schon eine halbe Stunde früher dran, einfach weil wir um 9 Uhr ein Live-Event haben mit dem Jens Klatt. Der hat ja eine Webinarserie hier bei uns bei Tickmill, wo er einige DAX-Strategien bespricht und diese natürlich auch immer wieder live handelt. Und heute ist Dienstag, der Tag, wo wir um 9 Uhr hier direkt reinstarten. Wir machen auch mal einen Blick in den Chart vom DAX auch hinein, damit wir schauen, was da gerade gestochen und gehauen wird. Aber bis dahin schauen wir mal noch eben auf unsere Blogbeiträge bzw. auf den Blogbeitrag mit ein paar Handelsideen meinerseits. Einen schönen guten Morgen auch Ludger und Elena. Schön, euch beide wieder live hier dabei zu haben. Wenn es Fragen gibt an alle, die hier live zuschauen, auch einfach in den Chat hineinfragen, dann kümmern wir uns sehr, sehr gern auch um Ihren Chart. Bevor wir in die Charts hineinschauen, natürlich wie immer der Risikohinweis, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Sie riskieren Ihr investiertes Kapital zu verlieren. Und damit starten wir mit den Tagesnachrichten. Die Tabelle ist heute sehr überschaubar, muss ich sagen. So wirklich viel steht nicht drinnen. Wir bekommen hier um 16 Uhr aus den USA das CB-Verbrauchervertrauen. Das ist sowas ähnliches wie der IFO-Geschäftsklimaindex. Und das war es schon mit den wichtigsten Nachrichten. Sie sehen dann auch, es gibt noch ein paar Reden seitens der EZB die ist schon durch, sehe ich gerade. Das war um 3.20 Uhr heute Nacht. Am Nachmittag, beziehungsweise Nachmittag in den USA, am Abend hier bei uns in Deutschland gibt es zwei Reden von FOMC-Mitgliedern in den USA. Und dann gibt es um 22.30 Uhr den API-Rohöl-Lagerbestand. Also, das sind ein paar Nachrichten für den heutigen Tag. So wahnsinnig viel ist es nicht. Das heißt, die Märkte sind so ein bisschen sich selbst überlassen, was aber nicht unbedingt schlecht sein muss, weil wenn wir keine Märkte haben, die von Nachrichten massiv beeinflusst werden, sind das so Tage, an denen funktioniert die Technik immer relativ gut. Heißt sozusagen die Trends und so weiter und so fort, wenn der Markt auf sich allein gestellt ist. Das sind dann schon auch manchmal interessante Tage mit auch schönen Bewegungen in die ein oder andere Richtung, gerade wenn das nicht durch Nachrichten irgendwo gestoppt wird. Das sehen wir ja immer wieder, wenn Nachrichten kommen, dass es dann zu erratischen Ausschlägen kommt, wo einfach die Technik, die Handelstechnik an den Märkten einfach keine weitere Rolle spielt, weil das große Geld dann einfach in die Richtung rennt und fertig ist. Gut, also das zu den Tagesnachrichten. Halten wir uns damit nicht lang auf, schauen wir in unsere Handelsideen. Diejenigen, die die Handelsideen aufmerksam gelesen haben, werden sehen, ich habe heute auch einen Index drinnen gehabt, und zwar den indischen Index. Sie sehen das hier. Ich habe das durchgeschaut und das Chartbild sah für mich wirklich sehr interessant aus, weil wir halt hier eine schöne, trendbrechende Bewegung hatten und dann einen schönen Aufwärtstrendkanal als Korrekturmuster. Und dann gab es hier dieses Umkehrsignal sozusagen hier drinnen. Und dann schaue ich jetzt nochmal rein und ich denke mir, Mensch, wieso tickt denn der Chart nicht? Und dann habe ich gesehen, oha, dieser Chart, der lebt ja gar nicht. Der ist zum 1.6. eingefroren. Es gab da einige Änderungen seitens der entsprechenden Börsen. Und deswegen fliegt das Teil einfach mal kurzerhand aus unserer heutigen Marktbesprechung raus, weil wir können damit jetzt auch überhaupt nichts sozusagen anfangen. Das heißt, wir gehen dann direkt über zum Australdollar, US-Dollar, zum britischen Pfund, Schweizer Franken. Und keine Sorge, es gibt noch etwas mehr an Informationen. Wir haben ja ein großes Handelspotpourri hier an dieser Stelle und deswegen finde ich für Sie auch noch etwas Interessantes. Dann entsprechend, wenn wir die beiden Währungspaare durchgesprochen haben, beginnen wir einfach mit dem Australdollar, US-Dollar, auch wieder im Tageschart an dieser Stelle. Ich habe für Sie hier eingezeichnet, was wichtig ist. Wir haben hier einen schönen laufenden Abwärtstrend, der aktuell in seiner Korrektur ist. Und diese Korrektur, Sie sehen es hier, hat im Bereich der Marke um die, was haben wir hier unten, um die 0,73439, so einen ganz hauchdünnen, leichten Boden gefunden. Hier zwei Kerzen sind hier reingelaufen und der Markt hat dann gehalten und ist nicht weiter tiefer gefallen und hier hat dann eine schöne Gegenbewegung eingesetzt. Gestern hat auf diese Gegenbewegung allerdings eine rote Kerze geantwortet. Das heißt, der Markt wollte hier nicht oben drüber, er lief etwas weiter nach unten. Ist so ein bisschen ein Zeichen von, sag ich mal, innehalten. Jetzt noch nicht viel dramatisch, aber Sie sehen halt, wir haben im Tief hier schon einen großen, großen Teil dieser Aufwärtsbewegung wieder weg.
Wett gemacht. Das heißt, hier an dieser Stelle kann es jetzt durchaus passieren, dass weitere Marktschwäche reinkommt und wir hier keine tiefe Korrektur sehen, wie wir das in den vorherigen Korrekturen auch immer gesehen haben, sondern dass der Markt hier flach korrigiert, dann ist natürlich die Möglichkeit hoch, dass wir hier Druck auf diese untere kleine Unterstützung bekommen. Und Sie sehen auch relativ nahe liegt hier schon der nächste Bereich. Ich mache das mal etwas kleiner für Sie, dass wir hier mal sehen, wo wir hingehen. Wenn wir hier mal in die Chart-Historie reinschauen, schauen Sie mal, hier unten liegt dann schon der nächste Anlaufpunkt. Das heißt, wenn der Markt hier an dieser Stelle nach unten fällt, ist relativ nah schon der nächste Anlaufpunkt. Das heißt, es könnte hier durchaus aufgrund der flachen Korrektur doch dazu kommen, dass wir deutlich Dynamik nach unten sehen und deswegen gilt es, diese Punkte auch auf der Uhr zu haben. Und Sie sehen schon, wenn wir unter diese Marke von 0,73271 drunter gefallen sind, kommt erstmal ein Stückchen weit nichts. Da haben wir erst hier unten, hier hinten den nächsten Punkt bei 0,72865 in diesem Bereich. Also nach unten ist doch einiges am Potenzial da, wenn der Markt hier direkt in die Schwäche wieder reingeht und entsprechend nach unten läuft. Aber auf der anderen Seite sollte es doch zur Stärke kommen, weil Sie sehen ja diese Kerze hier momentan so ein bisschen in Doji. Ich weiß, der Tag ist noch nicht um, aber aktuell sieht es aus wie eine Doji-Kerze. Die kann natürlich auch dazu führen, dass das hier nur eine Korrektur war und der Markt wieder nach oben läuft. In diesem Fall hätten wir hier auf der Oberseite für das kurzfristige Trading natürlich die Tageshochs von den letzten beiden Handelstagen bei 0,74416 liegen und dann haben wir hier oben noch ein paar Tageshochs, die auch nah beieinander liegen, relativ nah bei 0,74557 und 0,74816 hier in diesem Bereich. Das sind interessante Punkte, die wir hier auf der Karte, auf der Agenda haben, wenn die Korrektur noch etwas weiter nach oben läuft. Was der Markt hier macht, dadurch können wir uns wieder helfen lassen, so ein bisschen von der untergeordneten Zeiteinheit. Sie sehen hier, das hier war die Aufwärtsbewegung, das war die grüne Kerze, die wir im Markt hatten. Hier haben wir jetzt schön einen laufenden Abwärtstrend nach unten und dieser Abwärtstrend ist auch valide. Ja? Er hat den Aufwärtstrend gebrochen. Das heißt, das ist das, was wir sehen, wo wir eher Dynamik auf der Unterseite oder auf die Unterseite hin sehen, was dann schön auch zum Trading genutzt werden kann. Heißt halt hier im Endeffekt, momentan läuft der Markt nach unten. Also was wir bräuchten, dass der Markt nach oben läuft, wäre erstmal wenigstens ein gebildeter Aufwärtstrend. Also das heißt, dass wir hier sehen eine Bewegung, die hatten wir ja schon, dass wir jetzt das hier, was wir momentan sehen, dann in der Zukunft als Bewegungskorrektur, also als Korrektur betrachten können. Und dann sollte sich mal wenigstens ein Aufwärtstrend bilden, dass wir die Dynamik nach oben bekommen. Und da sehen wir hier im Stundenchart auch ein paar Anlaufpunkte nach oben hin. Das müssen wir uns vom Markt einfach mal zeigen lassen. Ja? Also es kann auch genauso gut sein, dass der Markt einfach hier zack weiter nach unten läuft und dann direkt die Unterstützung hier von mir grün eingezeichnet auch mit anläuft. Das wissen wir nicht, deswegen schauen wir einfach hin, was der Markt hier macht und handelt dann entsprechend homogen mit dem entsprechenden Bild, was wir hier im Chart der Stunde dann sozusagen auch mit sehen. Und damit zum nächsten Währungspaar und zwar ist das britische Pfund, Schweizer Franken. Hier schauen wir auch wieder in den Tageschart hinein. Der Grund, warum ich sehr, sehr gerne Tagescharts analysiere, ist halt, weil man an bestimmten Punkten in den Märkten in allen Zeiteinheiten wirklich gut traden kann. Also das heißt, wenn Bewegung in den Markt reinkommt, kommt die ja rein. Das ist die Zeiteinheit ist völlig unabhängig. Wenn die Kurse steigen, steigen die ja in allen Zeiteinheiten. Und das ist der Grund, weshalb ich die Analyse sehr, sehr gerne auf den Tag mache und dann entsprechend, je nachdem, wie die Zeit ist, in die kleineren Zeiteinheiten reingehe oder aber nicht. Das bleibt dann sozusagen der zeitentscheidende Faktor und deswegen gebe ich Ihnen diese Information auch so an die Hand, dass die an dieser Stelle einfach die Grundinformationen haben, wo könnte Bewegung entstehen und dass Sie dann diese Momente für sich benutzen können, um sozusagen Ihre eigenen Trades zu planen, so wie wir das gestern auch im Öl hatten mit dieser Range, die hier entsprechend im Chart lief. So, gut, genug erzählt über das Strategische, gehen wir jetzt mal in das Währungspaar hinein. Britischer Pfund, Schweizer Franken haben wir hier im Tageschart. Wir haben hier eine Situation, in der der Markt immer noch seitwärts in irgendeiner Art und Weise läuft. Und zwar, wir haben hier eine Range, wobei man auch sagen kann, das ist eine ganz normale Korrektur, die jetzt Stück für Stück nach unten läuft. Wir haben hier einen valide bestehenden Trend in die Abwärtsrichtung. Ich zeige Ihnen noch mal kurz die Bewegungen und Korrekturen dieses Trends hier entsprechend auch an. Also der Markt ist hier sozusagen schön nach unten gelaufen und hat jetzt hier seinen Korrekturbereich im Markt auch drinnen. Das heißt, was wir jetzt hier sehen, ist die Oberseite
Und die Unterseite, wir sind jetzt mittlerweile auf der Unterseite angekommen, das heißt im Bereich des aktuellen Trendtief, das ist das, wo die untere blaue Linie ist. Und wir sehen hier sehr, sehr schön auch für das kurzfristige Trading interessant eine Abwärtstrendlinie, die ziemlich steil auch nach unten läuft und wo wir immer wieder im kurzfristigen Bereich interessante Punkte sehen. Wenn wir an diese Linie ranlaufen, dann kommt es immer wieder zu Abverkäufen. Und Sie sehen, dass hier diese Spanne, diese Pendelei wird immer schmaler. Das heißt, diese Kursbewegung zwischen Hoch- und Tiefpunkten wird immer kleiner. Und das ist die interessante Situation, die wir jetzt hier sehen. Hier wird es irgendwann zu einer Entscheidung kommen. Das heißt, entweder der Markt dreht jetzt hier aus dieser Seite irgendwann wieder rum und läuft nach oben, oder aber wir setzen den Trend einfach fort. Und im Sinne des Trendhandels ist es ja so, dass ein Trend sich eher fortsetzt, als dass er bricht. Wir haben jetzt hier momentan noch keine Ermüdungserscheinungen. Das heißt, es ist doch wahrscheinlich, dass der Trend sich fortsetzt. Wenn das passiert, dann laufen wir natürlich hier unten unter diesem Bereich nach unten weg. Also gen Süden sozusagen, nehmen diese Tiefs hier unten raus. Die nächsten Anlaufpunkte haben wir dann. Schauen Sie, hier brauchen wir nur mal die Tagestiefs anzuschauen, die hier in der Nähe liegen. Das wären dann Preise um die 1,29,8,7,8 beziehungsweise dann hier unten noch in diesem Bereich. Hier haben wir auch noch Tagestiefs liegen zwischen 1,2,28,874 und 1,28,591 in diesem Bereich. Also wenn der Markt hier direkt mit Schwäche reagiert und der Druck von oben nach unten läuft, Sie sehen es auch, wir haben hier untergeordnet auch einen Trend nach unten laufen, das sehen wir uns auch gleich mal in der Stunde an, dann wäre das die Dynamik hier weg. Allerdings, wenn der Markt rumdreht, könnte es auch sein, dass er über diese Linie drüber hinausbricht. Das wäre dann ein Zeichen, dass wir ein wenig mehr Korrektur sehen, das heißt, der Markt wieder in diese Oberrichtung ranlaufen kann und dann könnte er rein theoretisch auch bis hier hoch laufen, also bis um die 1,32,578 wären da doch durchaus möglich. Im Widerstandsbereich haben wir dann hier um die 1,31,729 im Chart liegen und ich habe Ihnen ja versprochen, wir schauen mal in den Stundenchart hinein. Macht das mal etwas kleiner, dass wir hier die den Chart besser etwas einschätzen können. Und hier sehen Sie halt diesen starken Schub nach unten, dass das Korrektur, also das heißt, diese Bewegungen werden halt immer kleiner. Es geht ja auch immer mal hin und her. Sie sehen ja auch erratische Kerzen. Also Sie merken, es wird dort etwas unsauber und wir merken aber immer wieder, der Druck kommt von oben nach unten und die Bewegungsschwankungen werden hier immer kleiner. Und das ist dann das, was wir sehen, wo die Tendenz dann auch da ist. Und wenn wir jetzt beispielsweise mal die Stunde nehmen würden und ausmachen wollen, wann geht es denn hier wieder nach unten? Und dann brauchen wir halt in der Stunde erstmal einen Abwärtstrend und der wäre dann gegeben, wenn wir hier sozusagen jetzt nach unten laufen und unter das Tief, was wir hier liegen haben, in diesem Bereich, ich markiere Ihnen das mal gleich hier, haben wir ja das kleine Tief unten dran liegen. Wenn der Markt wirklich da drunter läuft, dann haben wir erstmal wieder einen untergeordneten Abwärtstrend, der in diese Richtung hier reinlaufen könnte. Das heißt, das ist doch interessant für diejenigen, die das Ganze etwas im kurzfristigen Bereich traden wollen. Da brauchen wir dann natürlich sinnvollerweise die Trends, weil viele Signale funktionieren ja auch in Trends und die kleinen Zeiteinheiten funktionieren auch in Trends und da können wir sehr, sehr schöne Handelssignale in diesem Bereich auch sehen. Das heißt, schaut man sich das Ganze mal in den 5 Minuten an, da braucht es dann natürlich auch einen Abwärtstrend und wir sehen ja hier auch immer wieder nach unten laufende Trends. Also es könnte hier in diesem Bereich noch zu einiger Dynamik auch kommen. Tobias, einen schönen guten Morgen. Schön, dass Sie hier auch live im Webinar mit hineingeschaltet haben. So, damit hätte ich sozusagen die beiden, übrig gebliebenen Ideen, weil der indische Kursindex ja nicht zur Verfügung steht im Momentan, mit Ihnen besprochen. Wir schauen jetzt einfach nochmal ganz kurz auf das Thema, was wir gestern hatten. Wir hatten ja gestern den Ölpreis. Wir haben hier gestern Morgen sozusagen ausgemacht. Es gab da eine Trading Range, die mache ich Ihnen gleich auch nochmal auf im Verlauf des gestrigen Tages. Ich muss nochmal ganz kurz hinzoomen, wo wir waren. Das war diese Range hier in diesem Bereich. Wir haben die hier gestern ausgemacht. Die hatten wir gestern Morgen besprochen und der Ausbruch nach oben hin lief dann auch wirklich sehr, sehr schön. Das heißt, wer hier früh genug dabei war, konnte wirklich schön nach oben laufen. Wir konnten auch die Frage beantworten, wer kauft in dem Moment nach uns und das hatten wir hier halt gesehen. Wir hatten die Bereiche hier vor uns liegen um das Hoch und Sie sehen halt, wo der Markt auch reingelaufen ist. Heiko, einen schönen guten Morgen auch für Sie. Danke für die Grüße. Also hier im WTI lief das gestern wirklich gut und danach hat der Markt wieder etwas abverkauft. Wir haben das hier gesehen im Nachmittag, dann als der US-Handel reinkam, lief der Markt hier schön nach unten und jetzt kommt es natürlich darauf an, was jetzt im Markt passiert. Ne? Wir haben jetzt hier sozusagen im kurzfristigen Bereich, das ist der 5-Minuten-Chart, hier oben wieder eine Eckkante liegen, wo der Markt
hinten rausläuft momentan. Wir haben ja ansteigende Hochkurse. Das heißt, wenn wir uns das Bild jetzt mal im Tag anschauen, muss man sehen, was jetzt hier weitergeht. Wenn man sich was wünschen dürfte, wäre es natürlich hier etwas Konsolidierung nach diesem massiven, starken Kursanstieg, damit wir hier etwas Ruhe reinbekommen. Es kann aber auch passieren, dass die Korrektur weiter tiefer läuft. Man muss sehen, was die Marktteilnehmer macht. Der Ölpreis ist ja auch immer nachfragegetrieben. Das heißt, der steigt ja mit steigender Nachfrage, wenn die Ölförderung in etwa gleich bleibt. Wir werden sehen, was passiert. Gestern war es auf alle Fälle sehr, sehr, sehr spannend. Und wo wir beim Bereich Ranges sind, schauen wir auch gleich nochmal, gucken Sie mal den S&P 500 an hier in diesem Bereich. Da gab es gestern auch im Intraday kurz vor der Markteröffnung eine doch recht interessante Situation, wo wir eine schöne Range hatten. Jetzt muss ich nochmal kurz raussuchen, wo wir gestern hier gewesen sind. Das war der Juni, 26. Juni. So, hier haben wir es gestern gehabt. Schauen wir hier mal in die 5 Minuten hinein. So, und da hatten wir hier gestern, jetzt muss ich nur mal schauen, dass wir suchen, den Abwärtsrutsch. Ich hoffe, ich finde es schnell. Ich mache mal den Stundenchart auf. Wir hatten hier die Stundenkerze um die Markteröffnung auch drinnen. Und da haben wir gesehen, dass der Markt die Kerze auch genutzt hat. Das ist ja auch das, was wir sozusagen heute mit sehen werden. Hier, das war die sozusagen die Kerze vor der Markteröffnung. Also hier von oben nach unten war die kleine Range in diesem Bereich drinnen gewesen. Ich ziehe hier mal einfach oben und unten eine Linie rein. Und das ist das, was wir heute auch morgen wahrscheinlich mit dem, heute morgen wahrscheinlich mit dem Jens mit sehen werden, dass der Markt hier in diesem Bereich eine Range bildet und diese Range wurde dann sozusagen zum Traden entsprechend genutzt. Ich ziehe es jetzt nochmal ganz kurz rein. Also das war das Tief entsprechend der Range, das war das Hoch dieser Range und der Ausbruch kam hier entsprechend nach unten. Der Jens legt danach noch einen gleitenden Durchschnitt mit hinein. Also Sie sehen, dass diese Situation, wie wir sie hier haben, auch sehr, sehr schön funktioniert in anderen Märkten. Also auch am Nachmittag für den US-Markt können Sie sich diese Ranges sehr, sehr gerne hinlegen und diese Strategie auch traden. Anton, einen schönen guten Morgen auch für dich. Gut, also das an dieser Stelle und dann schauen wir hier kurz nochmal auf den DAX, weil es geht nämlich auf 9 Uhr zu und ich möchte, dass Sie sich auch noch ein bisschen mit vorbereiten können. Wir schauen jetzt einfach mal in den DAX rein, wie wir die Range hier entsprechend momentan haben. Da mache ich es mir einfach, gehe einfach mal schnell in den Stundenchart hinein und nehme mir einfach mal die aktuelle Kerze, die aktuelle Stundenkerze. Das wäre dann sozusagen, jetzt muss ich mal gucken, ist das der DAX hier im Tag? Gehen wir in die Stunde hinein. Hier, das ist quasi hoch und tief dieser entsprechenden Kerze, das wir jetzt haben. Ich zeichne hier einfach mal die Range ein, die Range-Oberseite dieser Spanne haben wir momentan hier oben. Die Unterseite haben wir hier und das ist dann das, was wir uns dann in der kleinen Zeiteinheit wahrscheinlich dann mit dem Jens gleich auch nochmal zusammen anschauen. Ich hoffe, er ist mir nicht böse, dass ich hier ein bisschen Vorbereitungsarbeit auch mit Ihnen mache. Heißt, jetzt gucken wir hier dann auch gerne in die 5 Minuten rein und dann sehen wir hier, haben wir unsere Range. Der Markt ist hier momentan auch etwas aufwärts gerichtet. Und wenn wir uns hier gleich noch die gleitende Durchschnitt, ich glaube den 20er gleitenden Durchschnitt exponentiell hat er hier reingepackt. So, und da sehen wir, der Markt ist hier momentan drüber. Heißt also für den Handel nachher sieht es wahrscheinlich so aus, dass wir hier diese Range nach oben traden werden. Wenn der Markt nach oben rausgeht, schauen wir mal ab. Ein paar Minuten haben wir noch, aber die Vorbereitung können wir jetzt hier machen. Das heißt, wir müssen uns hier nur ein bisschen anpassen. Das heißt, das Tief der Range zu nehmen, das Hoch der Range und mal gucken, was dann am Ende bei rauskommt. Also an dieser Stelle möchte ich mich ganz, ganz herzlich für die, ja, offizielle Zusammenarbeit hier wieder heute bedanken. Ich freue mich, dass auch wieder viele live zugeschaut haben. Schauen Sie ruhig jeden Morgen live rein. Geben Sie uns auch mal eine Info, wie Ihnen die frühere Zeit gefällt, dass Sie vielleicht die Zeit für die Handelsvorbereitung deutlich besser nutzen können. Das würde mich freuen, dass wir hier das sehen. Wir wollen halt diese Trading-Ideen halt vor Handelsbeginn Ihnen auch geben, damit Sie entsprechend hier live auch zuschauen können, beziehungsweise Ihre eigenen Setups dann entsprechend in den Märkten umsetzen können, wenn es losgeht, weil der Währungshandel fängt ja früh morgens dann entsprechend auch an. Um 9 Uhr geht der Markt halt sozusagen live ins Trading heute mit uns rein. Wir sehen auch hier,
dass der Markt um, ich sehe gerade die Info, Anton, jawohl, der Euro steigt nach oben. Ich gucke gerade mal rein. Ja, wir gehen auf die 17 rauf. Wir sehen eine schöne, weite laufende Bewegung bzw. Korrektur. Das ist ja das, was ich auch angekündigt hatte. Die Korrektur läuft jetzt hier nach oben. Also es ist sehr, sehr spannend in diesem Bereich. Wir sind jetzt hier, Sie schauen, ich habe es hier eingezeichnet. Schaut mal rein, ich habe jetzt hier den Widerstandsbereich um die 17. Was haben wir hier? 1,17, wo habe ich ihn eingezeichnet? 2,54. Mal gucken, was hier oben kommt. Also wir laufen tief in die Korrektur rein. Mal schauen, ob es ein Umkehrsignal gibt. Ihr wisst ja, ich bin ein Freund von Umkehrsignalen in Trendrichtung. Wenn es hier nach unten läuft, wäre das natürlich sehr, sehr schön, weil wir haben da nach unten einiges Fleisch am Knochen dran. Und das ist ja immer toll. Wer den Schinken nach Hause bringen will, möge gern den dicken Schinken bekommen. Wir haben jetzt hier auch die Abwärtstrendlinie drin laufen. Das sind auch immer schöne Signale. Da gibt es ja ein Handelssystem, das habe ich hier an dieser Stelle auch schon mal vorgestellt. Diese MA20 Reversal sozusagen, dass man an den 20er zurücksetzt. Also spannend, da können wir gerne auch mal in einem edukativen Webinar nochmal drüber sprechen. Das mache ich sehr, sehr, sehr gern. Also an dieser Stelle gerne das Ganze auch etwas früher. Ich bekomme gerade auch die Information, Ludger, 8.30 Uhr wäre besser. Ich nehme dem gerne an. Wir besprechen das mal intern. Ich habe da überhaupt keine Bauchschmerzen. 8.30 Uhr wäre besser. Das ist halt schön, weil wir die Märkte deutlich besser vorbereiten können. An dieser Stelle, ich will jetzt Schluss machen, weil entsprechend der Live Trading Room gleich öffnet. An dieser Stelle bis morgen gegen 8 Uhr gibt es den Blog-Eintrag und dann um 9 Uhr entsprechend die Besprechung der Handelsideen. Dann einen schönen Tag und bis morgen. Ihr Max Seile.